So ihr Lieben, ich bin dankbar, dass ich wieder zurück bin von meiner Reise nach Tschechien. Und das sind immer so ganz bewegende Wochenenden, wenn man mit Menschen zusammen ist, die Gott lieben, die von der Bibel lernen wollen. Es sind also Bibelschüler von Sintis und Romas. Dort hat unser Missionar Rudi Walter eine Bibelschule. Und das war wirklich sehr erfrischend, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Einerseits sie zu lehren, aber auch viel Zeit mit ihnen zu verbringen, gut zu essen. Und gestern Abend sind wir dann zurückgekommen. Und jetzt kommt die nächste Einheit. Wir sind bei Gideon, wir sind bei Vorbildern. Und Gideon hat jetzt schon eine Menge erlebt. Also er musste hören, dass Gott ihn ausgesucht hatte, berufen hatte, weil er in ihm einen starken, besonderen Helden sieht oder einen tapferen Helden gesehen hat. Und Gideon hatte jetzt schon einige Erlebnisse mit Gott. Also einmal diese Berufungsgeschichte, wo er gemerkt hat, wow, ich habe es mit Gott zu tun. Dann bekam er ja den Auftrag, das hörten wir letzte Mal, vor der eigenen Haustür bzw. im eigenen Haus mal aufzuräumen und die ganzen Götzen, die sein Vater und seine Familie dort aufgebaut hatten, die Götzen Baal und Aschera, also zu vernichten. Das hätte ihn fast das Leben gekostet, aber er hat jetzt diese Erfahrung mit Gott gemacht. Und jetzt kriegt er im Internet mit eben, dass die Amalekiter und die Midianiter rübergekommen sind mit ungefähr 150.000 Soldaten, also schon ein riesiges Heer mit Kamelen und Pferden und Eseln und ja, hochgradig bewaffnet. Also das ist die nächste große Aufgabe und Gideon ruft erstmal seine Leute zusammen und er sieht, dass er so gerade mal so, was hat er, so ein Fünftel davon hat. Und weiß ich gar nicht, ob das richtig ist, also er hat ungefähr 30.000 und die haben eben fünfmal so viel. Und er merkt also, hey, sind zwar viele Leute, die er da hat, 30.000 Soldaten, das ist schon was, aber gegen diese Menge von Menschen anzukämpfen. Und er wird vorsichtig und er möchte von Gott einen ganz klaren Beweis haben. Und das zeigt mir bei Gideon, obwohl er jetzt einige Erfahrungen mit Gott gemacht hat, dass er nicht in so einen Automatismus reinkommt und sagt, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt weiß ich, wie man beten soll, jetzt weiß ich, wie ich mich verhalten soll, sondern er fordert Gott heraus. Und jetzt kommen wir zu dieser bekannten Geschichte, die steht in Richter 6 mit dem Vlies auslegen. Das ist ja heute noch sprichwörtlich, ich müsste mal ein Vlies auslegen und das kommt von dieser Geschichte. Also Gideon sagt zu Gott, hey, ich möchte wirklich wissen, ob du hinter mir stehst, ob ich derjenige bin, der mein Volk befreien soll gegen eine solche große Übermacht. Es war wieder lebensgefährlich, es konnte ihn alles kosten und es konnte Israel alles kosten, sich gegen diesen Feind aufzulehnen oder sich rechtzeitig zu ergeben. Also wollte Gideon Bescheid wissen. Und so sagte er zu Gott, hey, ich habe hier Wolle und die lege ich jetzt mal auf die Tenne und in der Nacht, wenn ja der Tau fällt, möchte ich, dass die Wolle nass ist, also feucht ist und drumherum soll aber alles trocken sein, nur die Wolle. Und ich kann mir vorstellen, dass er in der Nacht vielleicht nicht gut geschlafen hat oder auch vielleicht doch. Auf jeden Fall geht er morgen raus und er nimmt die Wolle hoch und ringt sie aus und eine ganze Schale Wasser kommt raus. Es ist also kletschnass, nicht nur so ein bisschen leichter Tau drauf, sondern sie ist kletschnass. Und eigentlich müsste dieses Zeichen ja reichen. Und drumherum ist alles trocken. Und Gideon will sich aber sicher sein und ich finde das einfach genial, dass Gott drauf eingeht. Dass Gott jetzt nicht sagt, ey, komm Junge, was willst du noch? Ich hole mir am besten den Nächsten. Sondern Gott geht drauf ein. Und Gideon sagt, Herr, nochmal eine Nacht und am nächsten Morgen soll es umgekehrt sein. Also ich will die Wolle trocken haben und drumherum soll alles kletschnass sein. Und wieder am nächsten Morgen steht er auf und er tappert über den Boden und es platscht schon überall, es ist alles nass. Und er hebt die Wolle hoch und sie ist wirklich strohtrocken. Er kann wringen, wie er will. Kein Tropfen kommt raus. Und jetzt weiß Gideon genau, Gott ist auf meiner Seite. Und ich habe mich gefragt, hey, was lerne ich daraus? Wollen wir jetzt alle mal das versuchen? Guck doch mal in der Nacht, mach mal so einen Deal mit Gott. Ich glaube nicht, dass so ein Vlies auslegen so ein Automatismus ist, dass man vor jeder Aufgabe, die man bekommt, dann auch gleich ein Vlies auslegen soll.
Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir zu einer Sicherheit kommen. Ich glaube, das steckt dahinter. Und Gott geht auf diese Dinge ein. Weißt du, wenn du vor wichtigen Entscheidungen bist, nicht zu sagen, Herr, ich weiß nicht, was ich morgen anziehe, ob die blauen Socken oder die roten Socken und ich lege jetzt ein Vlies aus und welche Socken nass sind, die ziehe ich eben nicht an. Also es muss schon um gute und wichtige Entscheidungen gehen. Aber es gibt solche Entscheidungen im Leben. Du weißt, ob du rechts abbiegen sollst oder links oder ob du geradeaus fahren sollst oder ob du stehen bleiben sollst. Und jede dieser Entscheidungen hat wichtige Auswirkungen. Vielleicht nicht lebensbedrohliche, aber es kann sein, dass du umziehen musst, ob du die Stelle wechselst oder ob du die Gemeinde wechselst oder. Gott lässt sich nicht auf Spielchen ein, sondern ein Vlies auslegen bedeutet, hey, Gott nimmt dich ernst. Und es ist wichtig, dass du bei solchen Entscheidungen zur Sicherheit kommst. Nochmal, auch wenn es nicht alles so lebensbedrohliche Sachen sind, dass du sagst, ich will jetzt hier gegen meine Nachbarn kämpfen, sondern du musst einfach wissen, was du tun sollst. Und Gott geht drauf ein. Deshalb möchte ich dir in der nächsten Einheit ein paar Hilfestellungen noch geben. Vlies auslegen ist ja das eine. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, dass du rausfinden kannst, was der Wille Gottes ist für dein Leben. Das hat Gideon hier versucht. Und darüber möchte ich dir Freitag noch einiges sagen, eben wie du dein Vlies auslegen kannst und welche Möglichkeiten du hast, dass du innerlich zu einer Sicherheit kommst und sagst, ich weiß jetzt, ich soll rechts abbiegen, ich weiß jetzt, ich soll geradeaus fahren, ich weiß jetzt, ich soll jetzt erstmal an den Rastplatz fahren und ein bisschen zur Ruhe kommen. Es ist wichtig, dass du weißt, was du zu tun hast. Okay, wir sehen uns wieder am Freitag. Gottes Segen dir.